Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sind hier immer noch auf Zepho, wir sind im Venator Wrack und ja, wir sagen, wir gucken mal, was hier noch alles zu suchen gibt. Wir sind immer noch auf Geheimsuche und alles mögliche optionale. Boom. Gibt's jetzt nicht, ey. Okay. Aber finde ich gut, dass ihr alle wartet immer, bis ich einen von euch erledigt habe. Und ja, wie gesagt, schon im letzten Part, das Gebiet sieht irgendwie hart optional aus, aber weiß nicht. Vielleicht ist es das auch nicht. Also, sieht sogar schon so ein bisschen aus, als müsste ich irgendwie irgendwann mal hin, so storymäßig, aber mal schauen, allein schon diese eine Cutscene so auf dem Weg hierhin. Dieser Rutschpartie und so, das sah schon wie aus, könnte halt irgendwie Teil einer Cutscene oder so sein. Hi. Ja. Heck mal der Teil. Sehr gut. Er macht alles viel angenehmer. So. Also ich habe lange auf so einem Schiff gelebt. Wurde meine Heimat. Auf Braca wurden sie verschrottet. Es war, als würde man die Knochen eines Lebens entfernen. Danke, BD. Okay. Wie kommt es eigentlich, dass die Hauptcharaktere, ehrlich gesagt, Leute am Patrouillieren, warum? Wir haben es eigentlich, dass die Hauptcharaktere von Star Wars immer irgendwie Droiden verstehen können. Das ist echt immer so, ne? Nein. Ich krieg so an Macht zurück, wenn ich Blasterschüsse abwehr. Oh Gott. Ja, ich wusste es. Das ist ja der erste Art von Auslöschungsruppler, die ich getroffen habe, ne? Das gibt's jetzt nicht. Der war schon da am Schwanken. So. Hey, der ist auch irgendwie die schwerste Art von Auslöschungstroppler, habe ich so Gefühl. Und das ist genau der erste, den ich auch noch begegnet bin. Super, ist auch klar, ich voll auf die Feste bekommen. Alle anderen waren nicht so schwer. Hier dieser eine auf Kashyyyk, der war nicht schwer, finde ich. Kannst du mir helfen, BD? Nein, noch ein bisschen. Abkürzung. Und da komme ich unten an. Ja, alles klar. Warte mal. Oh, das ist sogar blockiert. Ach, das ist dann bestimmt eine Tür von der anderen Seite. Ich wusste, ich habe da irgendwas wie alles gesehen. Oh, Dreck. Oh. Oh. Ah. War ich nicht gerade zum Doppel? Oh, ich habe gedrückt gehalten, ja. Oh, da hinten sehe ich schon wieder so einen Boss-Typ. Ich werde dich nicht hören. Hilfe, BD. So, warte hier. Ja, okay.
So, diese müssen jetzt ausgerechnet wieder so einer da rumhängen. Ich bin ja noch gerade am Kunden, Kollege. Da. Ah! Bestätige. Leitgranate unterwegs. Ah, ich habe den aufgehalten. Oh, der ist gerade der Boss hier von den beiden. Mein Gott. Warum bin ich jetzt auf einmal so gut in dem Spiel? Das lief letztens noch nicht so. So glatt, habe ich so Gefühl. So, du. Gott. Au. Oh Gott, das war nicht so eine gute Idee. Ich war aus dem Rhythmus gebracht. Au. Na, jedes Mal, wenn ich zurückschießen will. So, jetzt schießt auf mich, komm. Das ist kein Schießen. Na, ich habe schon wieder vermasselt. Kann ich nicht dagegen irgendwie schubsen? Au. Hey, ich krieg das nicht hin. Au. So, diesmal. So. JDH3. Irgendwie komisch, dass die Dinger hier irgendwie nichts machen. So. Frage ist, wofür habe ich das jetzt gemacht? Müssen da irgendwie was blockiert haben oder so, ne? Ich bin den einen Weg noch nicht gegangen. Sieht schon wieder richtiger aus hier. Na, aber da sehe ich, glaube ich, ne. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Von da hinten sehe ich was Schönes. Ich glaube, es ist eine Abkürzung. Jawohl. Oh, gut. Alles klar. Okay. Aber weswegen? Ach, da ist so ein. Nee, da. Ich will jetzt aber erstmal hier runter gehen. Oh, da bringt mich so einer ganz unten. Alles klar, schön. Blöd ist, ich muss aber noch einmal da rumgehen wieder. Ich hoffe, diese beiden Bosse sind jetzt nicht schon wieder respawned, ey. Ui. Ha. Oh Gott. Nun? So, ich muss ja nämlich noch in die eine Seite hier hingehen. Okay. Vielleicht werden wir nach all dem zu Auslöschungstrupplern befördert. Wieso denn? Wenn es keine Jedi mehr gibt. Auch wieder wahr. Hallo? Boah, wir hatten schon wieder. Komm gar nicht zurück. Na gut, dann gehen wir eben von hier aus. Zurück sind ja mehrere Wege, die einfach. Ah, da ist auch viel besser gewesen, ja. Ich war sofort hier hingegangen. So, war da links jetzt noch was? Komm schon, BD.
Ah, ja, der ist schon wieder hier. Tschüss. Okay. Ach nee, da ist glaube ich verschlossen, ne? Ja. Gut, halt, nein, hier. Du einfach die Blitze verlangsamen. Hi. Oh. Ja, ich weiß, was ich gefunden, aber können wir erstmal hier. Gott, nein. Oh, Mist, Viech. Gott, du. Das Viech, ey. Na, treff den doch. Ey, diese Viecher sind stärker als Auslöschungstruppler, habe ich so ein Gefühl. So, was hat er gefunden? Lass mal sehen. Ja, schon 5 an diesen Dingern ja vorbeigelaufen. Ne, ich kann nur den hier. Wart. Wart. Was jetzt tun die mir auf einmal weh, wenn ich an denen vorbeilaufe. So, wie sieht's ja aus? 65%. Gut. Geheimnis habe ich schon gerade eins gefunden irgendwo. Also gesehen habe ich sie vom Weit nur. Gut. Du machst diese Tür jetzt auf für mich. Naja, das ist jetzt nicht direkt eine Abkürzung, finde ich. Also. Ich merke gerade, das ist richtig blöd hier platziert, so das Ding, aber. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht so oft da zurückgehen. So, jetzt gehen wir hier hin. Heilen uns wieder hoch. Ich glaube, ich hatte einen Fähigkeitspunkt, ne? So. Wenn man noch mal unsere Macht, wenn wir noch mächtiger werden. Schön. Finde ich gut. Ich habe mich heute hingesetzt, habe mir vorgenommen, ich will heute viel erreichen in diesem Spiel. Und wir haben viel erreicht. Optionale Sachen zwar nur, aber das ist auch für mich was erreicht, okay? So. So, wo ging es ja weiter? Hier. Da. Aber da ist da irgendwie noch was. Da komme ich doch locker hin, oder? Opa. Aha. Oh, schön. Maximale Macht erhöht. Meisterin, was ist mit Ihnen? Ich weiß nicht. Da war eine Übertragung. Oh. Blutet. Order 66 ausgeführt. Nein! Nur ladet. Ich muss schon sagen, wenn ich das jetzt nicht erreiche, ne? So. Es war eine Übertragung. Okay. So, ich glaube, die Hälfte der Geheimnisse haben wir hier, ne? Boom. So, irgendwann muss ich doch hier rauskommen. Oh Gott, das ist ein Raketentruppler. Du. Boom. Immer müssen wir ja an diese Kiste rauskommen, wo wir gesehen haben, ja, wenn des anderen Gebiets so ein Stimpack Dingen war. Gott. Ja, das sieht irgendwie aus, als wäre hier fort Story Gebiet und ich gehe schon viel zu früh hin, aber wenn ich vorstelle, hier alles optional machen,
Oh Gott. Oh, da ist schon wieder so ein Doppelklingentyp. Nee. Super. Eilung, Eilung. Danke. Ja, ich wusste, die kann man dagegen hauen. Boah, dieses Doppelklingentypen, ne? Was ist das? Jetzt was hier. Tschüss. Diese Doppelklingen-Ausschüsse, ich komme mit die nicht klar. Die sind mir zu stark. Ah, ich habe das Gefühl, ich bin viel zu früh. Ja, warte ab, ich muss ja irgendwie storymäßig irgendwo hin oder so. Was passiert ist? Habe ich irgendwelche Zeichen übersehen? Auf die Klone? Ja, ich war wütend. Verstehe das Ganze immer noch nicht. Aber ich weiß, sie waren Opfer, genau wie wir. So, irgendwie nicht. Ich habe einfach nur Befehle ausgeführt. Ja, und da habe ich so ein Schiff gefunden, gesehen. Ach, komm schon. Ey. Ja, wenn ich hier irgendwie nicht hingehen sollte, storymäßig. Dann erneut, dann hätten sie ja irgendwie was hier hinpacken können, so im Sinne von dann hätten ja spätestens irgendwann mal hier, weiß ich nicht, eine Tür oder so hinpacken können, die verschlossen ist. Versteht da? Also das Spiel gibt mir jetzt hier die Möglichkeit, hier durchzurennen, also. Wenn ich hier noch nicht hin soll, dann sollen sie mir vielleicht irgendwie so einen kleinen Stolperstein irgendwie geben, der mir dann auch sagt, der mir dann auch irgendwie sagt, so, hör mal, darfst hier noch nicht hin, ne, das ist zu früh oder irgendwie sowas, oder muss die irgendwann hin, dann hätten sie spätestens irgendwann mal hier so eine Tür hinpacken können, in irgendein weiß nicht, Raum, in dem ich ja vorbeigelaufen bin, in dem verschlossen. Wir hätten dann den verschließen müssen. Seht ihr, was ich meine? Das sieht ja schon hart irgendwie so aus, als nichts sagen. Ich verstehe bis jetzt noch nicht so genau, wo ich hin muss oder überhaupt. Wenn ich ehrlich bin. Ah. Mal da ran. Den Lift bewegt, passiert er die Konsole. Nur das Timing muss stimmen. BD, ich bräuchte hier etwas Strom. Also wenn der denn nicht so weit irgendwie, oder muss ich von der Seite? Ich muss von der Seite, boah. Oder? Hey. Oh. Ich habe gesehen. Wir müssen über diese Lücke drüber. Aber oder ich glaub, so. Die Energie muss anbleiben. Da muss ich einfach nur hier rüber, oder?
Ist ja noch irgendwas. Halt. Ist da auch irgendwo? Muss ja einfach nur durch, ne? Hi. Oh Gott. Ja, ihr ballert mal auf den erstmal. Kollege, du schaffst das. Ich glaube an dich. Nein, nicht auf mich, Kollege. Siehst du dieses große Ding da? Das ist tausendmal gefährlicher. Da komme ich einfach Staub ab. So, ich habe dich gerettet. Ich habe dich gerettet. Das dankst du mir so. Danke, ey. Ach, ich hatte so einen Sturmtruppler-Freund hier irgendwie getroffen. Oh nein, da rettest du deren Leben und dann ballern die auf dich. Da war wirklich was drin. Warum nicht? Orange. Es tut mir leid, Meisterin. Alter, wie viel Erfahrungspunkte kriege ich hier? Er hat sie bestmöglich beerdigt. Ein Scheiterhaufen war zu gefährlich. Gute Arbeit, BD. Okay. Was hast du da? Material. Ich habe voll viel Material gefunden in letzter Zeit. BD, oh, ist noch eine? Meinst du, du kannst sie hacken? Hab die Schatzkammer ja gefunden. Oh. Ja, und los geht's. Mehr Ponchos, jawohl. Ich, dafür riskiere ich mein Leben. Oh, das sieht cool aus. So, jetzt bin ich bestimmt hier, ne? Da, guck mal. Sepho sehen. Okay. Und noch ein Stimpack Upgrade. Yeah. Weil du es auch bist. So, langsam glaube ich doch, ich werde ein bisschen überpowered sein für den Rest des Spiels, aber das ist mir sowas von egal gerade. Hab genug Frust gehabt. Ich habe sogar da alles gefunden, ausgezeichnet. Das heißt, ich muss da gar nicht mehr zurück reingehen. So muss das doch. So. Bin noch immer noch nicht fertig auf Sepho. So, hier ist noch eine Truhe. Hier ist noch eine Truhe irgendwo unter Wasser. Ich weiß das doch, hey. Achso, diese Dinger zählen auch als Geheimnisse. Alles klar. Ah. Geht irgendwie viel schneller so zu erledigen. BD. Der hockt da hinten noch. Gott. Ich mach das eigentlich nur damit, weiß ich nicht. Nicht so lange dauert, ey. Nein. Ja, wo ist die letzte Truhe jetzt? Das ist ein Problem, ne? Hier ist eine Truhe. Haben wir schon alles erkundet eigentlich? Weil vielleicht habe ich ja noch irgendwo ein Gebiet übersehen, ne? Na, wo ist denn das fette Viech, das sonst hier rumläuft? So. Halt, da habe ich mal gesehen. Boah. Du bist erledigt. Okay, du warst ja eigentlich nicht so schwer. Du musst vorsichtig sein. Au. Ich hoffe, du hast nicht noch einen Druiden, der hier irgendwo rummockt. Bist du verwundet? Warte mal, ist das nicht der Raum, wo ich diesen Roboter gekämpft habe letztens? Ah, Dreck. Okay. Flattack. Besiegt. Ich glaube, das ist dieser Raum, wo ich in diesen BD. Sollt mal an, bitte. Hallo? BD?
Da kannst du noch anmachen, oder? Ach, jetzt sind wir hier, ey. Absturzstelle. Jetzt habe ich da. Aber viel mehr jemand in der Tour, ey. BD, kannst du halt mal anmachen. Hallo? Kannst du halt nicht hacken? Okay. Keine Ahnung. Jetzt mal ehrlich, mit dieser blöde Truhe. Letzte. Muss irgendwo hier unter Wasser sein. Ich habe schon alle Gebiete erkundet, da heißt, das ist jetzt nicht in irgendeinem versteckten Gebiet, das ich noch nicht gesehen habe oder so. Da muss irgendwo sein, wo ich schon war. Also unter Wasser. Ja, und deswegen finde ich das nicht so gut. Eine Unterwasser-Aktion irgendwie hast du hier. Und dann kannst du ganz einfach hier irgendwas übersehen. So wie in diesem Beispiel. Als eine. Ja gut, dann dieses eine Gebiet, also dieses Wrack, wo ich gerade drin war, sowieso irgendwie zu diesem Bonus Stimpack hier führt, dann hat sich meine Frage eigentlich erledigt, hat da irgendwie ein Storygebiet ist oder nicht. Also nicht. Na komm, hier. Irgendwo. Pass auf. Nee. Oder? Jetzt bin ich hier in der Mitte, ne? Oh, nee. Boah. Verdammt, ich dachte, ich hätte es jetzt gerade. Ne. Ein Goldfisch. Wie ist er nochmal? Kalkanik, irgendwie so was. Kesnik, Kresnik. Ludgabel Kresnik. Von Tales of Zillia 2. Wie ist nochmal der eine von Rogue One? Kretnik. Krennik, auch irgendwie so, ne? Ich muss immer an Kresnik irgendwie denken. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so eine Art Name. Wo ist die verkackte letzte Truhe? War ja vielleicht noch eine verschlossene irgendwo, die ich nicht öffnen konnte. Kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Wie heißt das nochmal, irgendwie Dinge zu kommen? Na. Hey, das gibt's nicht. Die tun aber auch Schaden machen, ey, die Dinger. Ist ja unnormal. Ich tue mich jetzt mal auf die Oberfläche hier umschauen. Ich sage mir jetzt eine einzige Truhe jetzt fehlt, die ich noch nicht gefunden habe hier. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht das Gebiet verlassen. Dann wieder den ganzen Weg hier hinrennen. Ich will das jetzt schon gerne haben. Da! Boah! Alter. Okay. Gut. Poliertes Bronzium. Gut, weg von hier. Die Frage ist jetzt Fähigkeitenpunkt halten. So, jetzt müssen wir zu hier hin. Wie bin ich nochmal dahin gekommen? Ja, wie komme ich denn dahin? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, wo das, ich weiß, was das ist, da wo der Speicherpunkt ist, aber wie komme ich dann aber hin? Muss ich da nicht von dieser Rutsche irgendwie hier dahin kommen oder so? Irgendwie einen einfachen Weg hingehen.
Ja, das ist da, wo diese Rutsche war, ne? Bin ich von da gekommen. Wie komme ich da hoch? Der Aufzug, der führt mich nach unten. Also da muss ich nicht hin. Ah, schon wieder so umständlich hier, ne? So, dann komme ich da unten zu den Eishöhlen. Wie komme ich dann wieder da hoch? Ja. Ich glaube, den Weg schneide ich irgendwie raus. Ja, schon wieder so ein riesiger Umweg, ne? Oh, wo bin ich denn jetzt schon wieder da? Was ist denn da unten? Ja, warum kann ich nicht da hoch? Irgendwie kann ich nicht da irgendwie hochklettern oder so. Das ist ja richtig nervig dann hier. Ich extra noch mal hier ganz rum muss, um den blöden Speicherpunkt dazu erreichen. Also wäre alles kein Problem gewesen, wenn man zwischen den Speicherpunkten sich hin teleportieren könnte. Sagt er immer wieder. Mal, wenn man da, ne, von da kommt man genau. Boah, oh, habe ich mich schon wieder hier umsonst aufgeregt, sonst gerantet. So, ist dieses fette Viech nicht da, weil irgendwie dieser eine Boss jetzt hier gerade war. Nein, komm mit. So. So, da unten war ich doch gerade, ne? Ich verstehe nicht, warum ich das Ding nicht anmachen kann. Also war letztens auch nur so ein random Boss oder irgendwie. Hier war das. No. Ja. Ich habe eine ganz irre Idee. Na, die hat nicht geklappt. Wenn ich gut habe, meine Macht nicht funktioniert gegen das Viech. Langsam brauche ich nämlich irgendwie noch ein Stim. Oh, ich habe doch geblockt, Mann. Es geht schon wieder los. Stim, BD. Ja, ich hab's. Oh. Okay. Das ist zum ersten Mal passiert. Was? Das ist zum ersten Mal passiert, hatte ich, dass mir die Blockenausdauer ausgegangen ist. Warte mal, wo lande ich jetzt? Lande ich jetzt wieder da im Dingen drinne? Nee, ne. Ich glaube, ich lande jetzt echt wieder da in diesen Wrack, oder? Wo war der zu Speicherpunkt, den ich hatte? Den ich aktiviert hatte. Oh, ehrlich? Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Gut, dann muss ich sagen, oh, ist jetzt wieder nicht wahr, ey. Ist ja, wie weit der Weg jetzt entfernt ist, bis ich da wieder da, boah. Oh, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Im nächsten Part sehen wir uns irgendwo, keine Ahnung, wo waren die denn Speicherpunkte überhaupt? Ich weiß das gar nicht. Ist da überhaupt ein Speicherpunkt irgendwo gewesen? In diesem Gebiet hier? Ja, hier, ne, wenn ich da oben gehe. So, boah. Aber ich muss jetzt erstmal den ganzen Weg da zurücklatschen. Also, ja. Aber ich beschwere mich ja nicht, ne. Also.
Weiß nicht. Wo komme ich denn jetzt genau hin, wenn ich jetzt hier... Oder komme ich jetzt direkt hier am Ausgang? Nee. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe nochmal den ganzen Weg zurück und ich sehe euch dann, wenn ich wieder da bin. Und dann versuchen wir uns nochmal gegen das Viech. Wir treffen uns am besten genau vor dem Viech, ne? Das wäre eine gute Idee. Alles klar, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Bitte lasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr lieb für euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.